Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Achtes Festival am See im Stadtpark. Ordentlich Speed im Race Center des SRC Northland. Andreas Kern gewinnt das Piano Battle. Stadtwerke feiern querbeet im Stadtpark. Und 17. Horst-Schröder-Pokal in Kaltenkirchen. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Edeka Grummi, Neumünster City, Tungendorf, Bostedt und Einfeld. Am 2. August fand das mittlerweile 8. Festival am See im Stadtpark Norderstedt statt. Die Tim Mitchell Band und Faux Vulcan sorgten auf der Waldbühne für beste Stimmung bei den Gästen. Wie immer waren die Zuschauerränge beinahe bis zum letzten Platz gefüllt. Trotz des Regens fanden zahlreiche Besucher zur Waldbühne. Übrigens, am 23. August steigt das interkulturelle Sommerfest im Stadtpark. Am 31. Juli ging der Horst-Schröder-Pokal, das größte Tennisturnier Schleswig-Holsteins, in die 17. Runde. Auf den Tennisanlagen des TC an der Schönau und der Kaltenkirchener TC ging es um insgesamt 10.000 Euro Preisgeld. Wir haben eigentlich ein relativ großes Angebot, was wir ja im Rahmen des Turniers alles so an Extras machen. Wir haben, der Eventcharakter steht immer im Vordergrund hier bei uns auch, neben dem Tennis natürlich. Das heißt, wir bieten sehr viel an, Physiotherapeuten, wir haben eine Tombola, wir machen T-Shirts für die Spieler, wir versuchen, dass die Spieler sich eben wohlfühlen, während das Turnier läuft. Wenn sie nicht spielen, auch zwischen den Matches, dass immer was geboten wird. Das ist für uns ganz wichtig, damit wir eben nicht einfach nur Tennis spielen, sondern den Spielern eben auch ein bisschen mehr noch anbieten können. Das machen wir eigentlich schon seit vielen Jahren so. Ja, für uns als Verband ist es natürlich sehr wichtig, dass hier in dem Verbandsgebiet natürlich tolle Turniere stattfinden, die Tennisspieler ansprechen, die gerne herkommen, die gerne hier spielen, einfach um unsere Turnierlandschaft attraktiv zu halten. Und deswegen ist es so, dass wir seit vielen Jahren eben einer der Unterstützer dieses Turniers sind. Wobei wir natürlich da wirklich sehr stark auf die Hilfe von Björn Kroll als Hauptansprechperson angewiesen sind, der das jedes Jahr hier fantastisch umsetzt. Und man sieht ja auch, die Stimmung ist sensationell. Von daher passt das sehr gut in unser Konzept. Ja, also es gibt noch einige Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Jetzt speziell im August ist es natürlich so, dass es in Norderstedt noch ein Turnier geben wird. Und genauso wird es in Schwartau und in Uetersen Turniere geben. Und die werden ähnlich gut besetzt sein, denke ich. Da teilweise sind das auch Altersklassenturniere, also auch für die älteren Jahrgänge. Aber das wird sicherlich auch nochmal spannend werden in diesem Monat. 4 Tage lang kämpften die Teilnehmer in Kaltenkirchen um den Sieg und es gab Spitzentennis auf höchstem Niveau. Seit 1991 ist Rönnfeld Rollladen und Markisenbau in Quickborn der kompetente Ansprechpartner für Rollladen und Sonnenschutzsysteme sowie Reparatur und Service. Geschäftsführer Frank Rönnfeld über die Aufgabenfelder seines Betriebs. Also wir haben jegliche Art von Sonnenschutz, ob das jetzt für den Innenbereich ist oder Außenbereich. Wir haben jeglichen Sonnenschutz, den man sich vorstellen kann, ob eben als Markise richtig wirklich, über eine Pergola-Markise ist heute ein ganz großer Trend, bis hin zu Terrassenüberdachung. Das ist das, was es für außen gibt, aber für innen eben auch Plissés oder eben auch von vor dem Fenster irgendwelche Außenbeschattungen. Jeglichen Art, die man sich nur vorstellen kann, was er haben möchte. Wir ermitteln sogar eher gemeinsam mit ihm den Bedarf, den er hat, indem wir die gezielten Fragen stellen. Und dann sagen wir, okay, lieber Kunde, das ist das Produkt, was du brauchst. Und das eigentlich braucht er mit nicht viel vor Erkenntnissen herkommen. Das ermitteln wir gemeinsam.
Als Fachbetrieb und Innungsfachbetrieb sind wir natürlich auch immer bedacht, den Kunden auch weiter zu verfolgen, weil die beste Empfehlung ist ein zufriedener Kunde oder ein zufriedener Kunde empfiehlt einen am besten weiter und das leben wir hier. Das heißt also, nach jeder Montage wird der Kunde angerufen, wie sieht's aus, funktioniert alles und natürlich, wenn auch mal irgendwas nicht funktioniert, was ja auch vorkommen soll, dann sind wir natürlich sofort parat. Wir sind insgesamt mit 10 Mitarbeitern hier unterwegs, das heißt also, wir sind da auch recht schlagkräftig. Auch bei der Anbringung der Markisen oder des Insektenschutzes steht der Fachmann Ihnen gerne zur Verfügung. Im Mattes Dentallabor in Hennstedt-Ulzburg erhalten Sie eine individuelle Beratung zum professionellen Zahnersatz. Wiebke Mattes ist Ihre Ansprechpartnerin für moderne Dentaltechnik von A wie Aufbissschienen bis Z wie Zirkonoxidkeramik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer interaktiven Physikshow. Am 3. August fand das diesjährige Sommerfest der Stadtwerke Norderstedt unter dem Motto Querbeet statt. Alles drehte sich bei dem Fest mit 3E um die Themen Energie, Erlebnis und Erholung. Komplettes Stadion mit beleuchtet, das heißt, der Linus kommt jetzt zu jedem HSV-Spiel. Heftiger wird's. Die großen und kleinen Besucher konnten sich über ein abwechslungsreiches Programm zum Zuschauen, Zuhören und Mitmachen freuen. Schnelle Autos und ganz viel Spaß. Jeden ersten Sonntag im Monat findet ein Rennspaß für die ganze Familie im Race Center des SRC Northland in Neumünster statt. Gefahren wird auf einer 35 Meter langen sechsspurigen Carrera-Bahn. Auch eigene Fahrzeuge können gerne mitgebracht werden. Gekommen bin ich dazu, weil ich mir 2000 Carrera-Bahnen gekauft habe, also so eine Anfängerpackung. Hab dann zu Hause auf dem Fußboden so ein bisschen rumgerutscht mit den Autos. Dann hat meine Frau gesagt, ach, geh doch mal in Hamburg vorbei, da ist so eine richtige Bahn, da kannst du richtig mit den anderen Jungen spielen. Und ja, so bin ich dann dabei geblieben und weil hier in Neumünster die schöneren Autos gefahren werden und bin ich dann irgendwann hier in Neumünster gelandet. Die Fahrer sind immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern und interessierten Carrera-Fans. Die Care-Profis aus Quickborn sind ein regionaler Anbieter in der medizinischen und pflegerischen Arbeitnehmerüberlassung. Geschäftsführer Jan Kaiser informiert über das Aufgabenfeld des Unternehmens. Ja, wir sind einmal ein Zeitarbeitsunternehmen, das im Gesundheitswesen ausschließlich Pflegekräfte überlässt, in Krankenhäuser, ambulante Dienste und Pflegeheime. Und zusätzlich ist es so, dass wir noch einen ambulanten Pflegedienst gegründet haben, um da die regionale ambulanten Versorgungsstrukturen mit zu unterstützen. Besonders hervorheben möchte ich eigentlich dort unsere Guthabenkarte, denn oftmals ist es so, wenn man zu der Großmutter fährt oder zur Oma fährt, ja, was bringt man denn nochmal mit? Die Schachtel Pralinen, ja, hat man auch vielleicht schon häufiger mal bekommen. Wir bieten unseren Kunden und Klienten an, dass man sogenannte Guthabenkarten käuflich erwerben kann. Und dann ist es so, dass wir diese Zeit letztendlich bei dem Kunden und bei unserem Klienten sozusagen verbringen könnte. Sie sind spezialisiert auf examinierte und erfahrene Pflegekräfte sowie qualifiziertes medizinisches Personal. In 1,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde mit 97 Grad weltweit steilster Drop in vollkommener Dunkelheit. Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Zwei Pianisten, fünf Runden. In den Holstenhallen durfte das Publikum entscheiden, wer gewinnt. Andreas Kern und Paul Ziebes lieferten sich am 6. August ein spannendes Piano-Battle.
Das Publikum war hellauf begeistert. Mir hat der Schubert am allerbesten gefallen. Und mir Eau de la Lune von Debussy. Ich bin da richtig versunken. Es hat er so sehr schön gespielt. Ich war ganz abgeschaltet dabei, war sehr schön. Weil ich das Stück selber gut kenne und ich das schon immer gerne mache und er das sehr schön gespielt hat. Also ich finde die Atmosphäre hier in der Auktionshalle sehr interessant und ich finde, dass die beiden Künstler ein neues Publikum begeistern können. Und man sieht das ja auch, dass doch viele jüngere Leute heute hier sind. Da ich vollkommen unvoreingenommen hierher gekommen bin, gar nicht wusste, was mich so richtig erwartet. Und ich finde es einfach toll, was die beiden Herren bringen. Die Entscheidung war knapp. Andreas Kern gewann gegen Paul Ziebes. Stadtmagazin TV Termine. Das nächste Gespräch der Beratungsstelle Frau und Beruf in Hennstedt-Ulzburg findet am 14. August statt. Durch die Welt der Fledermäuse geht es am 15. August im Noctalis Fledermauszentrum in Bad Segeberg. Vom 20. August bis zum 17. Dezember bietet der TuS Holstein Quickborn immer mittwochs Bewegungen für die ältere Generation. Am 24. August geht es auf einer gärtnerischen Führung durch den Gerisch-Skulpturenpark in Neumünster. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Broadway-Sensation in den Holstenhallen. Am 15. und 16. August wird der Oscar-prämierte Film West Side Story live vom Schleswig-Holstein-Orchester musikalisch unterstützt. Zweite Messe für Oldtimer und Youngtimer. Am 23. und 24. August finden die Klassikertage Schleswig-Holstein in den Holstenhallen statt. Und hier kommen die Schlagzeilen. Freudige Gesichter bei der Sparkasse Südholstein. 11 Auszubildende haben ihre Abschlussprüfung bestanden. VHS-Leiterin Annette Ehrenstein und Claudia Steenwert, Koordinatorin der Kulturfahrten, präsentieren das neue Theater- und Konzertfahrtenprogramm der VHS Quickborn. Aufgrund eines Herzinfarktes kam ein 86-Jähriger in Neumünster von der Straße ab. Er verstarb noch am Unfallort. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Edeka Grümmi, Neumünster City, Tungendorf, Bostedt und Einfeld.